Welcome back, krassen Dudes, und willkommen zurück in der Project Cast 2 Karriere. Nach einem kleinen Zwischenstopp in der Gran Turismo GT League fangen wir hier endlich wieder weiter an. Wurde ja auch Zeit. Von daher ist natürlich die Frage, was wählen wir? Ja, wir haben jetzt gut Auswahl, aber da ich jetzt Bock habe auf was Klassisches, auf was Retrohaftiges, nehmen wir die DTM von 1991. Das wird ein Hit, Leute. Auf jeden Fall sehr kultige Fahrzeuge dabei. Quasi jedes Fahrzeug, was man hier sieht. Toll! So, wir haben natürlich jetzt zwei Felder, wo wir hier anfangen können. In der US Championship oder Euro Championship. Aber da DTM, denke ich mal, für deutsche Tourenmeisterschaft steht, oder deutsche Tourenwagenmeisterschaft, nehmen wir mal die Euro Championship. Das würde, glaube ich, besser passen. Von daher, hier rein in den Aal und mal gucken, was wir hier so auswählen können. Oh, wir haben sogar den Nissan Skyline GT-R. Ich glaube, der ist damals nicht mitgefahren. Ich glaube, es war nur vier, also in Klammern, nur vier Hersteller. Reicht ja. Aber ich glaube, wir nehmen hier das Schlachtschiff von Audi. Oh, jetzt müssen wir ganz genau achten, was da am Fenster steht. Was für ein Fahrer. Hat sie auch im Stuck. Oh Gott, was steht da? Oh, irgendwas mit Haupt. Gelitzkien. So. Gott, oh Gott. Es ist alles so klein. Oh, Walter Röhrl. Also wir haben fünf Fahrer. Problem ist, also ich habe mir letzten Abend zu Recherchezwecken, habe ich auch schon in meinem Instagram-Post gesagt, mal die DTM angeschaut. Also eigentlich wollte ich nur das Vorgeplänkel anschauen vor dem Rennen, aber irgendwie war was so packend, dass ich dann irgendwie das ganze Rennen komplett angeschaut habe. Und da hat Audi vier Fahrzeuge gestellt, deshalb ist es ein bisschen verwirrend, dass wir hier fünf Fahrzeuge haben. Aber na gut, ich habe mir schon mal so eine Vorauswahl getroffen. Also entweder Stuck oder Röhrl, da es so die zwei talentiertesten Fahrer sind. Und da ich letztens ein Interview von Walter Röhrl gehört habe, wo der so wirklich abwertend und 100% negativ über den Elektrosport geredet hat, wie Formel E oder zukünftige Elektro-Rennklassen, Das kam so negativ und abwertend rüber. Da dachte ich, ja gut, Röhrl, ja, schade. Ja, Elektro ist halt auch schon eine Faszination für sich. Ist auch cool. Deshalb, Hans-Joachim Stuck, du bist mein Mann. Let's go. Unterschreibe neuen Vertrag. Punkt, Punkt, Punkt. So, E-Mail, let's go. Hi Daniel, Schmidt Motorsport Technik freut sich immens, dich als neuen Hauptfahrer zu haben. Es wartet eine aufregende Saison auf uns, aber mit dir am Steuer rechnen wir uns gute Chancen auf den Titel aus. Viel Glück! Toll, das war unser Manager, der einfach nur als Hauptbetreff willkommen geschrieben hat. Jetzt kommt unser Ingenieur, der hauptwegsen willkommen an Bord raus. So, was haben wir hier? Hi, Daniel. Ich bin dein neuer Renningenieur. Ich freue mich wahnsinnig, diese Saison mit dir zu arbeiten. Wir haben uns wirklich reingehängt, um unseren Audi V8 Quattro DTM perfekt zu tunen. Es wird dir bestimmt gefallen, also steig mal gleich ein für ein paar Proberunden. Nice. Ja gut, die Proberunden würden wir gleich hier absolvieren. Training machen wir mal aus, denn ich habe schon, im Background schon mal ein bisschen geübt. So, ich glaube 25 Runden. Ich weiß nicht, ob das viel ist oder nicht. Gucken wir einfach dann mal in der morgigen Folge, ob das viel ist. So, was haben wir hier? Rauf damit. Was nehmen wir denn? Oh, 3, 2, 1, stopp. Nein, nee, jetzt hier, genau. Und Aggressivität machen wir mal komplett auf 100, denn es ist die DTM. Da wurde zu dieser Zeit damals richtig gefightet. Von daher 100er Aggressivität kann man schon mal machen. Da würde ich sagen, let's go, starten wir den Qualifying-Modus. Und ich glaube schon mal mein unnützes
Wissenbüchlein auf und präsentiere euch Fakt Nummer 1. Königin Elisabeth I. von England hatte im Alter fast keine Haare mehr. Fakt Nummer 2. Das größte Kino Deutschlands steht in Essen. Es hat 1250 Sitzplätze. Oh, jetzt noch ein etwas längerer. Wo waren wir? Genau hier. Am 31. Mai 2010, dem internationalen Quit Facebook Day, haben 33.000 Mitglieder ihr Profil gelöscht. Für jeden, der ging, kamen 4 bis 5 neue Mitglieder. Das ist hart. Und hier nochmal, das ist ein Fun Fact. Aus den Buchstaben des Wortes Bundeskanzlerin kann man das Wort Bankzinsenluder bilden. Das ist nett to know. Aber naja, komm, wir gucken nochmal schnell in unseren Setup rein. Genau, Slick passt. Boah, kurz braindead gewesen, aber egal. So, ich glaube, wir packen mal für 7 Runden ein. Kühlöffnung 40%, das passt. Speichern wir alles ab. Übrigens, seit dem letzten Patch sehen die Farben hier ein bisschen kräftiger aus. Diese Bremshitze oder Reifenhitze. Es ist so authentisch, ist quasi aus. Deshalb können wir auch hier mal auf ausstellen. Also, wir fahren jetzt mit 0 Fahrhilfen. Gucken gleich mal hier raus drin aus der Box. Oh. Das ist unser Kfz. Nicht so windschnittig wie die heutigen DTM-Autos. Aber dafür doch schon ein Tick cooler zu fahren. So, kein ABS, keine Traktionskontrolle. Das wird ein Hit. Was ich ein bisschen schade finde, ist dieser eine Fakt, den ich gestern Abend beim DTM schauen von der 1991er Season hier auf dem Hockenheimring festgestellt habe. Die sind nicht die National-Variante gefahren, sondern noch die alte Hockenheimring-Strecke. Also die mit dieser großen Schleife, ne? Das Fiese ist, diese Variante, diese 91er-Variante, die gibt es hier auch in Project Cars, aber die fahren wir hier leider nicht, was ich wirklich, wirklich sehr schade finde. Wo ich auch noch mal kurz gedacht habe, ah, soll ich dann wirklich noch mal die DTM hier fahren? Weil, das ist dann halt nicht so realitätsgetreu, auch nicht so packend. Aber naja, ihr seht es ja gerade. Ich habe mich doch dafür entschieden, es zu fahren. Allgemein, weil die Autos so cool sind. Und naja, ich glaube, es gibt nicht so viele Spiele, wo du hier so einen alten Audi V8 Quattro fahren kannst. Hier, der letzte Part geht hier alles im dritten. Man nur ein bisschen besser einlenken würde. So, ich muss mal kurz einen Cut machen, um mal zu checken, ob das mit dem Sound klar geht. Ich habe bei der Spiel nochmal ein paar Ticken leiser gestellt. Ich habe mir auch mal in der Replay nochmal angeschaut, wie mein Sound jetzt mit dem Motorsound harmoniert. Ich musste irgendwie feststellen, dass ich, wo ich dieses Replay geschaut habe, ich trotzdem noch mit dem Lenkrad versucht habe, mitzulenken. Das war irgendwie ein bisschen dumm. Aber naja. Das versuchen wir mal diese oder auch nochmal die nächste Runde für eine gute Qualifying Lap hinzukraxeln. Wie gesagt, Qualifying, da will ich nie länger als hier nötig verbringen. Ich bin immer ein bisschen Formel 1 geschickt, und zwar, ich denke immer so die Reifen, die du jetzt im Qualifying für deine schnellste benutzt hast, die musst du jetzt auch im Rennen benutzen. Deshalb will ich immer, oh Gott, deshalb will ich immer so wenig wie möglich Qualifying-Runden absolvieren. Und ich glaube, wir benutzen die nächste Runde für eine schnelle. Wär du clever. Ich mag den letzten Abschnitt komplett. Der ist so cool zu fahren.
Ah, kurz. Heck, gleich ein Plauer. Power Slide. Ah, ein bisschen weit rausgekommen, müsste aber noch in Ordnung gehen. Was ist denn vor uns? Vor uns ist ein BMW, oder? Komm, die kriegen wir. Oh, oh, die kriegen wir nicht. Holy shit! Nicht einschlagen, nicht einschlagen! Oh, fuck. Oh, wir haben noch 0 Schaden. Sehr gut. Okay, Leute, die nächste Runde, die wird's. Wahnsinn. Dass ich mich gerade so ein bisschen leicht dümmlich anstelle. Oh, ich wollte driften, aber ich habe vergessen, dass es in Gran Turismo, in Project Cars für mich persönlich quasi unmöglich ist. Wie gesagt, Project Cars ist irgendwie das einzige Spiel, wo ich nicht driften kann, was ich sehr frech finde. Aber wahrscheinlich ist es hier realistischer oder irgendwie sowas, deshalb kriege ich es nicht hin. Kann alles sein. Oder ich bin einfach nur dumm wie Toastbrot. Wie man hier vielleicht sehen könnte. Oh nein, drehen wir uns. So, jetzt nochmal hier. Richtig hinstellen. Wo sind die anderen Autos hinter uns? Wollen sie nicht? Wollen die nicht herkommen? Na gut. So Leute, schnallt euch an. Jetzt kommt eine richtig gute Runde. Unsere Reifen sind nicht zu heiß. Sehr gut. Habe ich eigentlich kurz gedacht. Da wir eine gute Zeit mit Wheelspin verbracht haben. Hier kommen wir zu langsam raus. Mal gucken, wo wir diese Runde jetzt rauskommen werden. Oh, schon wieder zu weit raus. Was ist da los? Im Training lief alles so gut. Zu weit rausgekommen, auch hier wieder. So, was fährt die Spitze? 1,35,9. Ich glaube, das müssen wir hinkriegen, da irgendwie ranzukommen. Gas gehen und schon wieder drauf auf den Pinsel. Aber ich glaube, mit Vollgas kriegt man die Kurve nicht hin. Oh, ein bisschen zu kühl. Runtergeschaltet. Ich habe sogar mal versucht, diese DTM-Karre mal mit Kupplung zu fahren. Wie das Hochschalten ging. Aber irgendwie das Runterschalten, da habe ich mich irgendwie so dumm angestellt mit auch, ich glaube, noch Zwischengasen und so ein Quatsch. Da war ich irgendwie, ja, nicht so gut dabei. Und wir sind Dritter. Hey, ja komm, damit gehen wir zufrieden. Das ist komplett in Ordnung. Aber wir müssen bei der ersten Kurve echt diesen Innenkörper da leicht mitbenutzen. Weil der gibt uns noch so einen leichten Seitwärtskick, damit wir, oder so, dass wir besser rumkommen. Und das richtige Runterschalten ist diesen Karren so immens wichtig. Hey, wir haben sogar eine neue Bestzeit für Sektor 1, aber ich will nicht als Erster starten. Ich glaube, ich hau mal nochmal die KI-Schwierigkeit auf. Ja, ich weiß nicht, ein paar Ticken auf jeden Fall nach oben. Sag ich mal hier die Box Bescheid. Ich stelle schon mal mein Tee kalt. Komm gleich rein. Achso, für die Leute, die jetzt übrigens Project Cars besitzen, es kam ja jetzt das neue DLC raus für Project Cars 2, das Spirit Le Mans DLC.
Da wird sogar ein Video kommen, also ein ganzes Video zu den ganzen Autos plus die neue Strecke. Ich weiß nicht, ob ich auch noch die neuen Lackierungen da reinhauen werde, aber ich glaube, das ist eher unwichtiger. Von daher, dieses Video wird, glaube ich, Freitag kommen oder noch früher, ich weiß es noch nicht, muss es noch aufnehmen. Dann ist es auch bald soweit und dann geht auch die richtige Le Mans los. Beziehungsweise die Testtage laufen ja schon für Le Mans 2018. Aber ich glaube, das Rennen findet vom 16. bis auf 17. statt, ne? Ich will es auf jeden Fall anschauen. So, wir gehen jetzt mal hier zurück in die Box, gehen mal auf Sitzung oder zum Ende der Sitzung springen. Und wir sind... Wo sind wir denn? Oh, wir sind doch neu da geworden. Ja, Mensch. Guck mal, statt 1,35 jetzt eine 1,331, fast eine 1,32. Respekt. Aber wo sind die Audis? Mal, wo ich das DTM-Rennen gesehen habe von 1991, da waren die vier Audis, die eingesetzt wurden, auf 1, 2, 3 und 4. Der fünfte war, glaube ich, Mercedes. Und der war, ich glaube, 20 Sekunden hinter den Audis. Das war schon krass. Wie gesagt, das könnt ihr alles in meiner Instagram-Timeline verfolgen. Ich glaube, die wird, wenn das Video rauskommt, noch online sein. Ja, Mensch, ich würde sagen, Leute, wir sind jetzt am Ende des Videos angelangt. Deshalb würde ich jetzt einfach mal sagen, wir sehen uns morgen wieder im Rennen. Platz Nummer 9, die Aufholjagd. Von daher, ich bin jetzt raus. Haut rein, bye bye and have a great time. Bye, have a great time.